hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Star Citizen Display. Ich wollte gerade Star Citizen News sagen. Nein, zum Star Citizen Display in der Alpha 3.19.1. Und heute geht's weiter mit der Cutlass Black, die wir uns bei der letzten Folge geklaut haben, von NPCs, mit Geschützturm-NPC sogar an Bord. Und ich habe mal hier die Waffen eingerichtet. Wir haben jetzt links die Badger Repeater und rechts die M4As drauf. Wunderbar, klappt einwandfrei. Und das heißt, wir können hier diese komische Quest, die verbuggt war, jetzt mal einfach abbrechen. Genau, weg damit. Und machen stattdessen mal, ja, was machen wir denn mal? Wir könnten ein Service Beacon machen, aber hier gibt es ja wieder mal keinen, man kennt es. Wir machen mal die Startquest für Bounty Hunting. Das ist allerdings bei Yela, das macht aber überhaupt nichts, weil wir haben jetzt die Cutlass Black und ich wollte eh mal wieder nach Crusader rüber. Und da passt das, glaube ich, ganz gut, denn man muss sagen, questtechnisch ist Arkop so ein bisschen lala, da ist Crusader deutlich, deutlich cooler. Da fliegen wir einfach mal rauf. Ja, haben wir ja ordentlich Quantum Fuel drin. Man kann leider nicht in Quantum Drive wechseln, weil das nicht verortet ist. Also die Komponenten sind nicht physikalisiert bei der Cutlass, noch nicht, kommt noch auf, irgendwann. Aber der ist trotzdem okay, ja, der ist völlig in Ordnung. Und ich würde das so machen, wie ich es auch schon bei den früheren Let's Plays gemacht habe. Ich würde die langen, oder also längere Quantenreisen, die 5 Minuten oder so gehen oder noch länger, die würde ich rausschneiden. Und deswegen bin ich jetzt mal kurz still und dann sehen wir uns gleich wieder bei Crusader. So, gleich sind wir da. Mir ist gerade noch was eingefallen. Einige hatten das auch schon vorher gefragt. Und zwar, ich werde es erstmal beim Let's Play so machen, dass jeden zweiten Tag ungefähr eine Folge kommt. Also ich habe es geplant, dass Dienstag eine kommt, Donnerstag und Samstag. Und dann wieder Dienstag, Donnerstag, Samstag. Also so 3, vielleicht auch mal 4 Folgen pro Woche. Mal schauen, wie es generell bei euch ankommt, wie viel es auch gucken. Weil ich muss es ja davon abhängig machen, wie, ne, wie so eure Interaktionen sind, ob ihr es schaut oder nicht. Und so weiter. Je mehr es gucken, desto mehr Folgen wird es geben. Das ist ja immer so, ist logischerweise. Aber so ist erstmal das mein Plan. Und dann gucken wir mal, wie viele Folgen wir dann insgesamt hinbekommen in dieser Staffel. Und was der Patch auch macht, wie schwierig es ist, das Ganze überhaupt zu spielen. Oder ob es vielleicht sogar recht entspannt ist. Kann ja sein. Das kommt so ein bisschen immer auch drauf an. Und natürlich, was so ringsrum passiert. Ob bei Star Citizen da viel nebenbei los ist oder, naja, wie auch immer. Ne? Ihr werdet es sehen. Aber so könnt ihr euch erstmal ein bisschen darauf einstellen. Wo ist jetzt meine Mission eigentlich hin? Doch angenommen, die Mission. Jetzt ist der bei Cleo. Hä? Doch die Mission gerade. Ich hab doch die Mission gerade angenommen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ist der bei Cleo? Okay, scheiß drauf. Egal, dann machen wir es anders. Annehmen, abbrechen. Und neue Quests einfach jedes Mal bekommen, bis er da ist, wo wir sind. Achso, ich hab sie falsch hier abgebrochen. So, der ist jetzt bei Ita. Ja, sehr schön. Weg. Der ist bei Lyria. Da war ich gerade. Auch doof gemacht, ne? Dass die Quests nicht aber da sind, wo du auch bist. Dass die einfach random irgendwo sind. Und da musst du hier immer wieder neu und neu und neu machen. Wo ist der jetzt hier? Ich stehe jetzt gar nicht dabei, wo es ist. Wo ist es? Ah, ist auch wieder bei A-Corp. Es ist komischerweise immer da, wo du nicht bist. So, aber es kommt auch mal da, wo du bist. Das ist das Lustige daran. Kostet jetzt mal 500 Attacken, aber egal. Wir haben ja genug. Ita. Komm schon. Nee, nicht Microtech. Nein. Ich bin bei Crusader. Hier, genau, Yela. Das ist gut. Da bin ich mit einverstanden. Call to Arms. Nehme ich natürlich auch wieder an. Ist klar. So. Nach Yela. Wie komme ich da am besten hin? Da haben wir den dicken Gasriesen wieder hier voll im Weg. Dann fliege ich einfach rüber nach Celine. Und dann schauen wir mal, was unser NPC-Kollege auch so machen kann. Der ballert nämlich tatsächlich. Mal sehen, wie gut er schießt. Ich weiß es nicht. Mal so, mal so. So, an hier raus. Okay. Und dann rüber nach Yela. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Feuerkraft. Also bei der Cutlass ist gar kein Problem. Auch schön gegimbelt alles. Also keine Schwierigkeit.
Und vor allem haben wir immerhin zweimal Laserkanonen. Diese Repeater machen ja meistens nicht so viel Schaden. Gerade im PvE gegen Bots ist es eher doof. Da sind mir dann Laserkanonen viel, viel lieber. Was wirklich schade ist, dass man sich die Vulture schon nicht kaufen kann im Spiel. Das ist richtig dumm gelöst. Da muss man halt warten. Das wird im Let's Play ist ja nichts. Ich kaufe jetzt keine Vulture deswegen extra für echt Geld. Da muss man mal warten. Wenn ihr dann in 320 kommt es ja ins Spiel rein. Und dann können wir auch ein bisschen salvagen auf dem Let's Play Charakter. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber nicht so schlimm. Gut, man könnte sich eine Reclaimer kaufen, ja. Was kostet die gleich? Also ich glaube, es macht eh kaum Sinn, sich das zu holen. Dann lieber auf 320 warten. Dann eine Vulture. Was wird die kosten? Vielleicht 2 Millionen oder so. Schätze ich mal. Irgend sowas in der Richtung. Ist sinnvoller. Also ein bisschen wie die Prospector auch. Verstehe halt nicht, warum die nicht einfach Berufseinsteigerschiffe generell ins Spiel reinpacken. Direkt von Tag 1. Naja gut, sie wollen halt Geld verdienen. Ja, ja. Das gute alte Geld, nicht wahr? So. Also, da ist unser Ziel. Ne, da ist es. Ich mache uns zuerst Gladius, ist egal, ne? Beides Gladius, nehmen wir erstmal die. So, macht der NPC was? Ich will mal schauen, ob der irgendwas tut. Ja, ihr seht's, er schießt. Er schießt tatsächlich drauf, sehr gut. Ja, ihr seht's. Er schießt halt nicht besonders gut, er macht immer so ganz komische Bewegungen. Aber ist nicht so tragisch. Ein bisschen ballert er und ein bisschen trifft er ja auch. Das ist schon okay. Ist das Target weg? Wo ist es hin? Leider kein Target-Pfeil mehr. Ah ja. Ist nur eine Cutlass Pack. So, pam. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal einen Schritt weiter. Was haben wir hier noch im Angebot gerade? Das war es, ja, wobei Delivery ist ungern. Ich würde eher sagen, wir machen, ja, die Salvage-Dinger, da bräuchte man halt ein anderes Schiff. Gut, wobei, wir könnten theoretisch die Wake of Disaster machen. Ist halt viel Geld, ne? Ich habe jetzt nicht so viel. Wir könnten es nicht verkaufen, leider. Könnten es leider nicht verkaufen, ich überlege gerade. Wir könnten uns dann die Mustang holen und dann umladen. Das würde theoretisch gehen. Aber geil ist auch anders, ne? Warte mal. Ich überlege. Wir könnten das machen. Also ich habe jetzt wie viel Geld? So 25.000. Wollen wir es mal riskieren? Ach komm. Es ist ja ein Let's Play. So. Wir werden es mal riskieren. Mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Und vor allem, wo das Ganze jetzt ist. Okay, es ist recht weit weg. Jetzt so anspringen. So. Dann haben wir heute mal zwei Städte drin. Ist aber nicht so schlimm. Ich spare euch die Zeit und würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Salvage Area beim Battlefield. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon da. Na, das ging auch super schnell. Also jedenfalls für euch. Ich habe jetzt eine ganze Weile... Also ich habe mir erstmal Nudeln gekocht und... Nein, Spaß. So, was haben wir hier? Eine Caterpillar, wir haben eine Reclaimer und wir haben eine Starfarer. Okay. Na, dann gucken wir doch mal, was da zu holen ist. Eventuell ist es ein riesen Reinfall und ich habe es im schlimmsten Falle 150.000 Tacken verschenkt. Das kann passieren. Aber mal sehen. Wir plündern, wenn was ist, und dann machen wir uns danach Gedanken, wie das Geplünderte dann entsprechend irgendwie in ein eigenes Schiff verladen. Ich habe schon eine Idee. Aber sage ich euch dann nachher wie. Erstmal gucken wir, was es hier überhaupt gibt.
Im besten Fall lohnt sich es nämlich massiv, muss man sagen. Also Daumen drücken, alle Daumen drücken jetzt, ganz wichtig. So, Caterpillar. Nice. Das ist schon mal richtig geil. Wir haben damit direkt Plus gemacht. Wir haben jetzt 200.000 damit Plus. Gucken wir uns kurz mal die Reclaimer an. Immerhin. Es darf bloß jetzt nichts schief gehen, natürlich, aber... Oha, oha, nett, sehr schön, ja, nehmen wir gerne. Und Starfarer? Da muss ich noch kurz näher ranfliegen. Eventuell auch noch was zu holen. Es ist egal wie Plus. Und zwar gutes Plus bisher. Okay, die ist leer. Ja, macht nichts. Wunderbar. Bin ich mit einverstanden. Wir holen erstmal hier das raus. Das ist das Wichtigste von allem. So, und zwar folgendermaßen. Wir schießen... Ich weiß gar nicht, was ist denn, wenn ich die Seiten aufschieße? Warte mal, ich teste es mal eben. Gehen die weit genug auf, dass ich das da rausfriemeln kann? Nee, ich mach's einfach vorne auf. Das ist schon okay. Und dann drehen wir uns seitlich hin und plündern einmal diese zwei Kisten. Sind da nur noch zwei, aber das sind sehr wertvolle zwei Kisten. Kann ich noch ein Stückchen näher vielleicht? Ah, das passt eigentlich schon ganz gut. Bisschen höher. Ja, bisschen zurück. Ja, so ist gut. So, Freunde, jetzt darf nichts schief gehen. Drückt mir mal die Daumen. NPC passt ja ein bisschen auf, immerhin. So. Let's go. Also. Wir haben Gas, Spring, Weevil Eggs und Maze. Zwei Kisten. Die Weevil Eggs sind 110.000 Alpha UEC wert. Und das ist die Kiste, glaube ich. Und die andere ist Maze. Das war Maze. Und das sind die Eier. Das Maze auf jeden Fall ist 90.000 wert. Das heißt, beide zusammen sind 200.000 wert. Und die Quest kam 150. Also insofern ein sehr, sehr, sehr netter Gewinn. Kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich top. Hat sich das allein schon dadurch gelohnt, wenn der EVA mal nicht so rumzicken würde. So. Und geht doch wirklich schnell. Ich beeile mich jetzt auch extra. Ich mache ein bisschen Hetzi-Hetzi, weil ich Angst habe, dass gleich irgendwelche andere Spieler kommen und hier mir auf den Keks gehen wollen. Da habe ich ja null Bock drauf. So, Reclaimer dauert nämlich ein bisschen länger. So, warte. Lass mich hier an den Fahrstuhl fahren. Einfach ein bisschen seitlich ran, das ist kein Problem. So. Ein Stückchen vor. Noch ein Stückchen vor. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Jawohl. Okay. Und dann gehen wir unten rein und sneaken uns die anderen Kisten raus. Da haben wir nochmal Gold und Quantenium. Auch sehr nett. Gold ist eine sehr rentable Handelsware, in jedem Fall. Und Quantenium auch. Ich glaube, Quantenium bringt 25.000. Bin mir gerade gar nicht sicher. Preis ist nicht im Kopf. Könnte ich jetzt auf Starhead nachgucken, siehst du? Wir schauen mal auf Starhead kurz. Wo ist Starhead? Da ist Starhead. Aber erstmal gehe ich hier rein. Und dann müsste es oben sein im Salvage Processing. So, Starhead. Schauen wir mal kurz. Warenübersicht. Gold. Gold bringt 7200 ungefähr und Quantenium bringt 22.000. Ja, also auch nochmal schöner extra Gewinn. Da sind sie auch schon, die beiden. Wake of Disaster lohnt sich eigentlich, muss ich sagen, fast immer. Also ich hatte auch schon Quests, wo du nichts rausgezogen hast. Das war echt schade. War noch mehr? Alles andere ist leer. Hatte ich auch schon gehabt, aber in der Regel hast du eigentlich immer mindestens einmal diese Gas Spring Weevil Eggs dabei. Es geht noch viel, viel besser.
Ich habe schon Wake of Disasters gehabt, da gab es zweimal Ozoian Heights. Und eine Kiste Ozoian Heights ist einfach mal eben 220.000 wert. Ja, also das ist dann ultra gut. So, einmal. Und dann die noch hier rein. Und da haben wir es auch schon. Ein sehr schöner, schneller Gewinn. Zack. Easy. Jetzt muss ich nur die Kisten... Und das Beste ist, es sind vier Kisten. Das heißt, diese vier Kisten passen perfekt in meine Mustang Alpha. Nun ist halt die große Frage, ja, wie mache ich denn das jetzt mit der Mustang Alpha und der Cutlass Black? Und ich habe eine Idee. Ich weiß bloß nicht, ob es klappt. So, die Idee ist folgende. Wir fliegen jetzt von hier aus nach Lorville. Können wir, oder? Ich bin gerade nicht sicher, ob wir nach Lorville wollen oder lieber... Warte mal, ich würde es gerne bei Tageslicht machen. Lasst mich mal ganz kurz schauen, wo wir Tageslicht haben. Navigationstool. So, Microtech ist gerade Nacht. Das würde also wegfallen. Und Hurston... Da ist gerade Nachmittag, das passt. Dann nehmen wir jetzt Lorville. Das finde ich okay. Und die Idee ist das folgende. Ich lande jetzt mit der Cutlass Black an den City Gates. Die neuen Gates, die habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen, zeige ich euch mal. Das ist sehr, sehr geil gemacht tatsächlich. Da parke ich die einfach. Und dann gehe ich bei den City Gates rein. Und rufe mir dann beim Spaceport einfach meine Mustang Alpha. Die kann ich ja claimen. Und dann fliege ich mit der Mustang Alpha raus zu den City Gates wieder hin, zur Cutlass, direkt daneben und lade um. Und dann kann ich die Kisten aus der Mustang Alpha verkaufen. Das ist jetzt der Plan. Ich cutte wieder den Quantum Drive raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon bei dem wunderbaren Planeten Hurston. Mensch, wir kommen heute ganz schön rum. Also generell die ersten drei Folgen, also da ist ja alles dabei. Nicht schlecht. Freue ich mich. So, jetzt müssen wir nur hier runter. 3, 2, 1. Und ich hoffe, dass es klappt. Es müsste eigentlich funktionieren. Ich weiß, es ist ein bisschen umständlich, aber es geht, glaube ich, nicht viel besser. Man könnte das auch auf dem Außenposten machen, wenn man ein Vehikel der Size 1 hat, eine Pisces zum Beispiel, habe ich aber nicht. Und dann könnte man das auch auf dem Mond machen, aber ja, die Mustang ist halt Size 2, ne? Da geht das nicht, die kann man da nicht rufen. Und ich denke, das ist ganz gut, da haben wir alles auf einen Haufen. Und ich kann euch vor allem mal die City Gates gleich zeigen, die sind nämlich eigentlich ziemlich cool. So, es ist trotzdem recht dunkel hier. Aber es ist noch am späten Nachmittag, / Abend, also es ist noch nicht komplett finster. Es ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel mit diesen Städten und den Locations, wann es wie spät ist. Du kannst zwar ablesen in der, ja, in dieser Location-Geschichte, aber naja, ist auch nicht so schlimm. So, müssen wir kurz schauen, was das Hauptgebäude ist. Das ist da vorne rechts. Und die City Gates sind eigentlich sehr einfach zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich zeige euch das einfach mal, dann wisst ihr es nämlich für eure Zwecke auch. Und da könnt ihr eben auch ganz einfach Fahrzeuge umladen in eine Cutlass oder wie auch immer. Das ist ganz wundervoll gemacht. Die waren früher irgendwie da hinten so versteckt, das ist alles jetzt wesentlich besser. Was machen wir? Wir suchen den Spaceport, der ist hier vor uns. Und dann können wir uns links oder rechts vom Spaceport halten, denn dort gibt es diese Zuglinien. Das sind diese blauen Linien, die ihr auch seht. Und da unten, da wo es blinkt, da ist das erste City Gate. Das andere ist auf der anderen Seite drüben. Und ihr könnt euch an diesen, wie gesagt, an diesen blauen Zuglinien einfach langhangeln, ne, die jetzt ein bisschen besser zu sehen sind. Und ihr müsst quasi vom Hauptgebäude aus hinter das Gate. Also nicht hier landen, sondern einfach dahinter. Und da könnt ihr einfach runtergehen. Gar kein Problem. Da ist auch waffenfreie Zone, also kann nichts schief gehen. Das ist alles safe. Das Einzige ist, es könnte jemand reincrashen, aber das ist sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Ja gut, und ihr könnt irgendwo reincrashen. Aber hier ist sogar ein bisschen Beleuchtung vom Gate. Das ist ganz nett gemacht. Ja? Und da könnt ihr halt hier eure Fahrzeuge spawnen und auch in Raumschiffe reinfahren und so weiter. Das ist alles wundervoll gemacht. Leicht zu finden. Und schnell. So, Fahrwerk raus. Lande ich hier mal. Später, in einem späteren Star Citizen Patch, wenn es dann die richtigen Hangars gibt, die persistenten Hangars und die Frachtaufzüge und so weiter,
dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann kannst du einfach auch mit einem geklauten Schiff landen, kannst dann die Fracht einfach auf dem Fahrstuhl selber umladen und fertig. Ne? Dann kannst du die quasi dadurch in das andere Schiff oder in die Station verfrachten. Aber aktuell gibt es noch nicht, deswegen muss man diesen Trick machen, dass man das quasi umlädt von Schiff A in Schiff B. So, hier mache ich aber zur Sicherheit. Und dann gehen wir einfach mal rein und rufen uns dann gleich eine Mustang Alpha. Könnte ich das eigentlich noch behalten? Oh, ich behalte es aber noch. Vielleicht baut es irgendwer ab, außer mir. Dann wird es für mich nämlich auch abgeschlossen, die Mission. So. Das ist jetzt hier, welches Gate ist denn das? Gate... ich weiß nicht. Gate 3, oder? Gate 2? Gate 3 ist das, ja. Das muss ich merken, dass ich auch dann wieder herfinde. So, und ihr könnt hier jetzt im Prinzip auch Vehikel spawnen, aber nur Bodenfahrzeuge. Die habe ich nicht und die Mustang Alpha taucht hier nicht auf. Deswegen ist es leer. Ja. Also ich muss jetzt quasi von hier, von Gate 3, erstmal kurz zum Spaceport und dort meine Mustang Alpha claimen, rufen und dann hier wieder herfliegen. So, das machen wir einfach mal. Dumm, die dumm, die dumm. Ich glaube, es ist egal, in welchen Zug man hier steigt, oder? Kommt es eigentlich immer zum... okay, der ist gerade weg. Machen wir auf den. 4 Sekunden. Kommt es eigentlich immer damit zur Hauptmetro-Line und muss dann einfach umsteigen in die Spaceport-Line. Das ist aber auch an sich kein allzu großes Problem. So. Lalalala. Da haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen Gewinn, muss ich sagen. Einen sehr, sehr guten Gewinn. Also 200.000, dann 220.000, 230.000 ungefähr, die wir jetzt rausgeholt haben. Das heißt 80.000 plus. Das kann sich sehen lassen. Ohne allzu großen Aufwand jetzt. Ne? Also es war relativ easy, war solo machbar, kein Problem. Kein Kampf, keine Anstrengung in dem Sinne. Und dann kommen wir eventuell... Oh, das ist aber laut. Da kommen wir dann eventuell so Richtung 300.000 Gesamtkohle, oder? Ja, ungefähr müssten wir auf 300.000 rauskommen. So. Ja, die Züge fahren immer ein bisschen länger bei diesen Gates. Die sind nämlich nicht so geil angeschlossen. Das sind immer sehr... Also generell, ich mag Love überhaupt nicht. Auch nach dem Rework. Es sieht schön aus. Aber du hast so lange Wege und auch die Börse ist am Arsch der Welt, ist ganz schrecklich. Das A-Corp mir 10-mal lieber, da ist alles auf einen Haufen. Aber es geht, also es ist trotzdem jetzt nicht schlimm, ne? Es ist halt einfach... Oh Gott. Es ist einfach nur die umständlichste Location von allen. Das muss man halt schon sagen. Und es gibt keine Waffen zu kaufen. Also ich würde euch von Lorville abraten, aber das ist nur meine Meinung. Was macht der Zug eigentlich? Der dreht sich so ganz, ganz seltsam. Naja, Hauptsache wir kommen an. Der Fahrer ist, glaube ich, besoffen. Oder der hat Drogen genommen. Kann ich verstehen, würde ich bei Lorville auch machen. So, Metro Center, perfekt. Und jetzt gehen wir hier einfach raus. Und suchen dann die Spaceport Line. Die ist da rechts rum, glaube ich, oder? Genau, Spaceport Line geradezu. Ne? Hier runter, das kennt er ja so, wahrscheinlich sogar. Und dann können wir da ganz einfach unsere Mustang Alpha wieder neu claimen und rufen. Jetzt können wir mal schauen, ob die Waffen noch drauf sind oder was da jetzt genau passiert ist. Ob noch die Gatlings vielleicht drauf sind. Kann auch sein. Die tausche ich dann einfach später wieder aus. Das ist kein Problem. Die Cutlass Black brauche ich jetzt theoretisch sowieso nicht mehr. Da ich könnte jetzt noch mehr mit der anstellen, aber... Ehrlicherweise hätte man die Cutlass Black jetzt gar nicht haben müssen, hätte auch gleich die Mustang nehmen können. Aber du weißt halt, und das ist das Problem, du weißt halt nicht, wie viele Kisten auf dich warten. Bei Wake of Disaster oder generell bei irgendwelchen Missionen. Das können halt auch mal deutlich mehr Kisten sein. Ich hatte schon Missionen gehabt, da waren es 10 Kisten oder 12 Kisten. Das kann halt passieren. Und dann stehst du da mit der Mustang Alpha und kannst es nicht looten. Was macht der Zug? Oh Gott. Oh mein Gott. und damit endet diese wunderbare Folge mit dem 30.000er. Und wir haben keinen Gewinn gemacht, weil die Ware in dem Schiff ist und der 30.000er damit das Schiff zerstört oder gelöscht hat und damit auch die Ware. So kann es gehen. So kann es gehen, liebe Freunde. Schade.
Aber nicht schlimm, es ist eine Alpha. Mir ist das Geld egal, mir geht es um den Spaß in erster Linie. Und Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht. Ich hoffe, euch auch. Danke fürs Zuschauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht etwas machen, wo wir weniger Risiko haben mit 30.000 dann. Denn offenbar sind die doch aktuell häufiger. Zumindest jetzt hier bei mir ist gewesen. Das ist immer chartabhängig. Ne? Wir gucken es uns an. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.